Hansa International, so muss das sein. Oh Mann, Freunde, was habe ich mir hier gedacht? Morgens hin nach Amsterdam, abends mitten in der Nacht wieder zurück. Ein Kurztrip werden wir jetzt antreten. Meine Freundin hat frei bekommen, endlich mal von der Arbeit. Und dann dachte ich mir, recherchiere so am Wochenende, ey, Deutschland spielt doch gegen Niederlande. Das ist das klassische Duell, der Klassiker. Oder auch Verhoek gegen Kolke. Fahren wir da doch einfach mal hin, gucken uns ein bisschen Amsterdam an. Hoffe, ihr habt Bock drauf, hab euch auf Instagram gefragt gehabt. 87% waren dafür. Max, Top-Sache, nehm uns da einfach gerne mal mit. Für mich ist es auch das allererste internationale Spiel. Ich war sonst eigentlich immer nur bei Hansa. Vor allem war das ein richtiger Krampf, an diese Karten zu kommen. Erkläre ich euch später noch im Video. Wir sitzen jetzt mitten in den holländischen Fans drin. Aber das ist Atmosphäre, denke ich. Da gibt es ja keine Gehregeln mehr. Deswegen wird es, denke ich, ein wilder Trip. Los geht's. Was mich auch sehr gewundert hat, wir brauchen nur knapp 4 Stunden, sind schon ein bisschen unterwegs nach Amsterdam. Also kürzer, als ich gedacht hätte. Wenn man das mit vor 2 Wochen vergleicht, wo ich nach Sandhausen gefahren bin, da habe ich 6 Stunden für gebraucht. Man ist einfach schneller in Amsterdam. Perfekt. Das erste, was mir auffällt, sind die Ampeln. Wie fett sind die, Alter? Wir sind in Amsterdam, ich bin absolut gehypt. Der erste Eindruck auch einfach nur, wow, was für eine Aussicht hier. So viel Wasser, so viele Brücken. Und ja, jetzt ist die Frage da, wie das Spiel heute Abend ausgeht. Was mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren würde, schreibt mal gerne rein, wie ihr zur aktuellen deutschen Nationalmannschaft steht. Also verfolgt ihr die Spiele? Man muss ja sagen, nach dem WM-Titel 2014, da ist das Ganze ein bisschen abgeflacht. Ne? Habe ich auch schon das ein oder andere Spiel kritisiert. Aber man sieht jetzt mit Hansi eine Steigerung und ja, wir werden sehen, wie das Spiel heute ausgeht. Das ist, denke ich, ein richtig guter Test. Ihr könnt mir natürlich auch immer gerne Feedback unten reinschreiben, falls ihr irgendwie was sehen möchtet. Korrekte Sache, Jungs. Hier sind auch so viele Fahrräder. Man sagt ja auch Amsterdam, die Stadt der Fahrräder, keine Ahnung. Immer gibt es ja auch noch so extra Wege für Fahrräder. Und ein Moped auch noch, läuft bei ihm. Oha, alles voller Fahrräder. Die übertreiben komplett. Krass, einfach auch hier schon die Legend verewigt, Johan Cruyff. So heißt natürlich auch das Stadion. Den habe ich sogar in FIFA gezogen. Wenn das kein Zeichen war, dann weiß ich auch nicht. Ja, moin, hat einfach einer gerade gehupt, keine Ahnung. Selbst die Ampeln hier hochmodern. 5, 4. Ey, warum bleibt er bei 5 stehen? Und da haben wir noch die Nikolaskirche für den Hauptbahnhof. Ich denke, die meisten wissen ja auch, was typisch für Amsterdam ist. Hier die schmalen Häuser, die ganzen Kanäle. Sieht schon echt wild aus. Wenn man da wohnen sollte, habt ihr einfach hier direkt vor der Tür dann auch die Möglichkeit, ins Boot zu springen oder einfach ins Wasser. Junge, hier riecht es auch wirklich an jeder Ecke nach Gras. Dann weißt du bist in Amsterdam. Coffeeshops und so weiter am Start. Ist ja alles legal hier. Also, wer Bock hat, macht keine falschen Sachen. Wir suchen jetzt was zu essen. Ich habe so Hunger. Schöne Broiler gibt es hier auch noch. Saftig. Und dann kann man direkt danach in den Coffeeshop reinsteppen. Wir haben es jetzt knapp 17 Uhr, also noch knapp 4 Stunden vor Spielbeginn. Jetzt wird sich erstmal was reingezogen. Hab Hunger. Wir haben auch was typisch Holländisches bestellt. Lasst euch überraschen. Die Gegend hier, muss man schon sagen, sieht vielversprechend aus. Ich habe keine Ahnung, was genau da angebaut wird, aber es sollte alles im legalen Bereich sein. Trotzdem, wenn man jetzt hier auch einfach nochmal schaut, ey, die ganze Reihe durch, das ist wirklich komplett crazy. Aber so kennt man Holland, ne? Wer Bock hat, sollte hier auf jeden Fall mal hin. Was typisch Holländisches haben wir jetzt hier in der Pizza. Die werden wir jetzt mal testen. Kann Holland Pizza? Ja oder nein? Was sagst du denn heute zum Spiel Deutschland-Niederlande? Gib mal einen Tipp ab oder so, deine Meinung. Hoffentlich kein 0-0 für dein Video. Oha. Sehr gute Pizza. Und du denkst mit?
Ja, 0-0 wäre natürlich absolut belastend, sage ich euch ehrlich. Ich will viele Tore sehen. Natürlich drücken wir Deutschland die Daumen, ist ja logisch. Ich muss sogar sagen, Bewertung 8 von 10. Also wirklich. Deutschland, Deutschland. Das wird sich jetzt reingezogen. Poffertest. Hallo. Ein Poffertest. One. How much? Yes, with Nutella. Richtig ungewohnt, ohne Maske da reinzugehen. So, die Poffertiers mit Nutella plus ein Extra. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber erst, wenn wir nach dem Spiel dann feiern können, ne? Ah ja, ich wollte ja einen Test machen. So, schauen wir mal, wie schmeckt denn das Ganze hier? Ja, wie Pfannkuchen eigentlich mit Nutella, aber ein bisschen zimtiger, glaube ich, auch noch. Keine Ahnung. Aber ist auf jeden Fall gut. Jetzt kommst du hier einfach nicht rüber, Alter. Die ganze Zeit hier Fahrräder, warte, jetzt, nein. Ah, da, jetzt kommt von da und jetzt ist da wieder voll. Scheiße, Mann. Ja, das ist das Problem hier. Oh, endlich. Okay, ja, das ist wirklich ein Akt und ein Krampf. Die schmalen Gänge Amsterdams. Hansa ist überall, ihr wisst es. Die machen ihr eigenes Ding. 18 Uhr haben wir es jetzt, also noch 2 Stunden 45. Wir machen uns jetzt auf den Weg in die Johan Cruyff Arena von Ajax Amsterdam. Ist auch ein richtig schönes Stadion. Das Einzige, was ich mitgebracht habe, ist hier der Hansa-Schal. Ich habe mein Deutschland-Schal leider vergessen. Man kennt den doch. Einen hatte ich sogar tatsächlich. Hoffentlich wird das ein geiles Spiel, ey. Ich werde von Minute zu Minute gehypter. Havertz, Memphis, Werner. So viele gute. Ich weiß gar nicht, ob Van Dijk auch am Start ist. Hab auf jeden Fall schon richtig Bock. Ich habe auch Bock und bin übrigens auch wieder dabei. Genau, Grüße gehen raus von meiner Freundin. Wir haben nicht mal eine Begrüßung am Anfang rausgehauen. Perfekt, Alter. Da hinten ist sie. Die Johan Cruyff Arena, guckt euch es an, wie pompös. Ich bin so gespannt, wie das auch von innen drin aussieht. Auf geht's! Angekommen im Parkhaus und ja, ihr könnt es schon sehen, alles frei bisher noch. Dreimal dürft ihr raten. Hier gibt's ein Pfahl. Wirklich. Nichts anderes. Und wer fährt dagegen? Meine Freundin. Jetzt könnte man mit Klischees kommen oder sonst was, aber ich bin ja gefahren, ne? Ja. Ich habe nie einen Unfall gehabt. Auf dem Weg ins Stadion gibt es jetzt nochmal ein Head-to-Head zum Spiel. Ja, Deutschland gegen Niederlande. 17 Mal konnten wir gewinnen. 16 Mal unentschieden ist das Ganze ausgegangen. Und 13 Mal haben wir verloren gegen die Niederlande. Das verspricht auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Für die ganz Edlen, man kann sogar mit seinem Auto in die Johan Cruyff Arena reinfahren und das dann parken. Wahrscheinlich VIP und sowas. Einfach ein Mediamarkt hier direkt am Stadion. Wir müssen uns jetzt noch einen passenden Schal holen. Ich hoffe, die haben so einen halb Deutschland, halb Holland Schal. Wir haben jetzt 10 Jahre einen Bankautomaten gesucht, aber keinen gefunden. Alter, und doch, wir hatten einen gefunden, der war einfach zu. Jetzt versuchen wir uns noch irgendwie so einen Schal zu holen, ansonsten gehe ich hier einfach mit Tanzerschal, Jungs, keine Ahnung. Nicht genug Bargeld mitgenommen. Der Pleitegeier wieder, ihr wisst es. Die Ausstellungen sind draußen. Deutschland spielt mit Werner vorne drin, Musiala, absolutes Talent von Bayern, Havertz, Chelsea-Kombi vorne, Rüdiger, Kehrer, Schlotterbeck. Da habe ich auch sehr, sehr große Erwartungen. Und dann sehen wir auch einfach gleich noch Van Dijk, Junge, den dicken Memphis, Malen. Die spielen einfach mit der Top 11. Kann losgehen. Aber ich habe immer noch keinen passenden Schal gefunden. We'll be right back.
kaufe mir einfach Wodka, Alter. Ja, wenn man schon keinen Schal bekommt, dann müssen wir uns jetzt mit Bierchen vergnügen. Yes. Thank you. Oh, endlich ein kühles, ey. Dass ich den auch noch mal live erlebe, hätte ich nicht gedacht. Was ein Stadion. Wir müssen natürlich unsere Hansa-Fahne hochhalten. Jetzt hoffen wir, dass wir ein geiles Spiel sehen und kein 0:0. Und ich habe euch auch noch gar nicht erzählt, wie ich diese Karten bekommen habe. Ich musste einfach auf eine holländische eBay-Seite gehen und musste da Holländer anschreiben. Hab einen Tag lang mit dem hin und her geschrieben. Vor allem konnte man als Deutscher gar keine Karten auf der offiziellen Seite kaufen, weil es ja nur holländische Banken angeboten gab. Da waren Rotterdam-Fans, den aus Rotterdam, und der kannte sogar Hansa. Also vielen, vielen Dank, der wird das sowieso nicht sehen. Und dann meinte er so, ey Max, du kriegst die 2 Tickets für 80 Euro. Richtig guter Preis. Ich glaube, die waren eigentlich viel teurer. Yo, Werner, ey, die buhlt uns aus hier. Scheiße. Müller, Digga, die Legende. Junge, Musiala und Leroy Sané. Was geht jetzt ab? Licht auf einmal ausgegangen. Hier LEDs, Neonlichter. Ey Jungs, die machen hier so ernst. Ich krieg hier noch einen Copyright Strike. Und da hinten die Deutschland-Fans. Auswärtsblock. Das wird Abriss. Er soll ja auch angeblich mit dem BVB in Kontakt sein. Ob er dahin wechseln wird, wir werden sehen. Anpfiff. Ich bin gespannt.
Gute ist, Deutschland spielt in der zweiten Hälfte auf das Tor. Also können sie sich in der zweiten Hälfte ein bisschen mehr anstrengen und dann sehen wir hier ein paar Tore. Memphis hier unten. Ob Holland ecken kann, werden wir sehen. Da fehlt jetzt so ein Verhook von uns vielleicht vorne drin. Ja? Da hat er zittrige Beine bekommen. Ja, Neuer hier. Immer weit aus dem Tor raus. Ich erinnere immer gerne an die Algerien-Zeit da bei der WM 2014. Jetzt Havertz. Schön durchgesteckt. Müller auf Sané und Leroy. Laola-Welle da hinten. Naja, so halbwegs funktioniert. Scheiße, wir sind dran, wir sind dran. Oh, oh Mann. Oh nein, sie kommen wieder, sie kommen wieder. Oh. Vielleicht. So. Oh, Raum. Sieht er gut. Oh, Latte. Fast das 1:0. Boah. Schön reingebracht. Gemacht und oh, guter Pass. Den muss er machen oder Neuer. Alter, oh. Alles gut, alles gut. Alleine vorm Tor. Werner. Oh, der zieht einfach durch. Zu einfach. Zu einfach. Oh, nochmal. Werner macht es gut. Nochmal. Rückraum. Und wer war es? Ich sehe das doch. Müller, glaube ich. Wieder der deutscheste Jubel. Man kennt ihn. Thomas! Der Thomas haut die Butze da rein, ey. Sauber, schönes Ding. Im Rückraum gesehen. Score 0 against 1. The goal is scored by number 13, Thomas Müller. De 45e minuut komt inderdaad om tot een 0-1 voorsprong doel te maken. Nummer 13, Thomas Müller. Sehr, sehr gut. Müller, Digga. Der macht's halt. Halbzeit mit Buh-Jubeln. Gehen wir in die Pause. Ich bin zufrieden, beziehungsweise wir. Stark gemacht, Manu. Irgendwann wird dich Kolke noch ersetzen. Kolke vor Nationalmannschaft. Ich vermisse ein bisschen das Ostseestadion. Die Stimmung hier kickt mich jetzt nicht so krass, aber ist halt auch nur ein Freundschaftsspiel. Ne? Deswegen, es geht ja um nichts. Gute Chance, zweite Hälfte beginnt. Noch ein paar Tore, wäre nicht schlecht. Nächste gute Möglichkeit, Deutschland kommt gut aus der Pause, Sané fast mit dem 2-0. Ja, Freistoß habe ich auch so gesehen, Schiedsrichter. Oh. Gündogan wird den antreten oder Sané? Leroy in die Mauer.
Mann, oh Mann, oh Mann. Doelpunt te maken met nummer 7, Steven. Die hatten das Spiel im Griff. Da kam nichts in der zweiten Hälfte von Holland. Ja, hast du auch gedacht, ne? Da ging eigentlich nicht viel. Jetzt haben sie ein Tor gemacht, 1-1. Okay, vielleicht wird es jetzt auch mal ein bisschen spannender. Den kann man geben, ich weiß nicht. Kann man den geben, was meint ihr? Oh ne, innerhalb von 2 Minuten, Alter, vergeben die hier 1-0-Führung. Shit. Aber Neuer ist eine Katze, ey. Neuer ist eine Katze, ich weiß nicht. Kann er auch halten. Der war überprüft schon wieder. Vielleicht doch kein Elfmeter, wer weiß. Gut. Wenn es halt wirklich keiner war, dann soll er gucken. Ja, er schaut jetzt hier unten auf den Bildschirm und sieht das nochmal, ob es jetzt wirklich ein Foul war oder Elfmeter-Handspiel, wie auch immer. Und gibt er ihn? Er gibt ihn nicht. Er gibt ihn nicht. Jetzt geht's hier aber los. Er gibt ihn nicht. Oh shit. Kein Elfmeter. Passt. Jo, da würde ich sagen, so wie die Jungs hier vorne, gucken wir uns doch einfach mal, wer spielt denn da überhaupt? Marokko gegen Kongo an, glaube ich. Jetzt rasten die hier alle aus. Memphis, Junge. Richtig gute Chance. Schnell führt er die aus. Oha. Hab ich gar nicht kommen sehen. Ey, was macht ihr da aus, den Sané? Oh, oh, oh. Oh, no, no, no. Oh mein Gott, was geht hier ab? Neuer hat sie noch. Jetzt nochmal, jetzt nochmal, jetzt nochmal. Den muss er machen. Und das war's. 1-1 am Ende, in Ordnung. Ja. Hansa, 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 komm zu Hansa. Ein bisschen international gehen, ihr wisst doch, wie das läuft. In den ersten Minuten der zweiten Hälfte hatten wir dann noch ein paar Gelegenheiten. War ein geiles Erlebnis. Holland hätte noch ein paar Dinge machen können in der Schlussphase. Ich hoffe, es hat euch gefallen, der kleine Einblick. Ich würde mich über jeden Daumen nach oben freuen, jeder Support. Wie habt ihr das Spiel gefunden? Fazit gerne in die Kommentare. War auf jeden Fall ein cooles Erlebnis. Amsterdam auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Das Stadion auch top. Die Stimmung, bisschen flop. Aber ja, dafür gibt es ja am... So gut wie genau, dafür gibt es ja am Samstag gegen Pauli, Jungs. Wieder ordentliche Stimmung, ne? Seid dabei, wird auf jeden Fall extrem wild. Und für uns geht's jetzt nach Hause, 4 Stunden noch Auto fahren, dann werde ich das Video schneiden. Ja, eine lange Nacht auf jeden Fall noch haben, ein bisschen durchmachen. Ihr könnt ja gerne noch eure Meinung zu Deutschland reinschreiben. Wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen? Wer hat für euch am meisten Potenzial? Macht's gut, wir sehen uns am Samstag oder Sonntag dann gegen Pauli wieder. Bis zum nächsten Mal.